Servus und hallo zurück zu Talos Prinzip. Ein paar Worte am Anfang wieder, bevor es dann mit Süd 2 weitergeht. Nur so, dass ihr Orientierung habt, wie sehr ich das Spiel eigentlich gerade durchsuchte. Heute kam Folge 2 raus, wo ich das gerade aufnehme. Folge 3. Und unter anderem mit einem Kommentar, so von wegen, ja, um Welten spannender zu sehen wie Teil 1 mit Story und so. Und ja, stimmt, Story ist wirklich nicht schlecht. Finde ich gut. Am Anfang war ich ja sehr skeptisch, aber hab's ja schon mal gesagt. Find's ganz gut worden. Haben schon was Schönes gemacht. Und es gibt ja auch Rätsel. Ist ja nicht so, dass jetzt Story der Hauptteil ist von dem Spiel, das hat mich gestört. Da läuft ein Fuchs, ein Eichhörnchen, irgendwas. Ein Fuchs wahrscheinlich, kein Eichhörnchen. Nummer 5 heißt da lang, da ist eine Mauer. Na gut. So. Bist du Nummer 5 da hinten? Nein, du bist Nummer 8. Hier ist Nummer 5, ganz einfach. Bin einmal im Kreis gelaufen. Sehr gut. So, was ist hier geboten? Recycling. Okay, wir müssen mal was zweimal benutzen. Kann man den Ventilator runternehmen? Nein. Hier habe ich das Gravitationsdings. Hier habe ich blau. Hier habe ich Fenster, wo ich durchkomme. Hier will was zum Rüberschießen, was mir im Moment noch nichts bringt. Hier will Kiste. Ja, komm. Kiste. Klar. Über da. Und. Ja. Hier kann ich hin und her springen, wenn ich will. Hier habe ich blau. Muss ich von drüben hierher verbinden. Hier kommen wir auch noch hin. Da verbinden wir erstmal hier. Hier verbinden. Hier verbinden. Hier rauf. Da, hier ist offen. Hier wieder rüber. Hier brauche ich die Kiste ja noch. Wir kommen in die Kiste darüber. Ja, schauen wir erstmal, was da noch ist. Ja, die Kiste muss darüber. Blaue kann ich theoretisch auch von hier machen. Nicht von dieser Seite, sondern von drüben. Auch hier nur was zum Draufstellen. Ich denke wieder hochkompliziert. Ich meine, das Teil habe ich ja nicht umsonst. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Oder? Ich glaube, ich habe es verstanden. Erstmal hier die Kiste hierher. Dann macht der Levelname auch wieder Sinn. Wenn wir was doppelt benutzen. Erstmal hier
schauen, wo ich das verbinden kann. Hier und hier kann es verbinden. Und stelle es hier drauf. Was natürlich erstmal nicht passt. Vollkommen okay. Dann nehme ich das Teil. Mach das dahin. Und dann machen wir das dahin. Und schon ist er auf. Und alles wunderbar. Und ich habe meine Kiste. Ha! The particle clouds continue to be exactly the same. Den Weg zu diesem Level habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten, weil ich habe mich 100-mal verlaufen. Das ist ja, ne, braucht sie ja auch nicht. Vielleicht ist er drin, ich weiß es noch nicht. Schnitt mache ich ja immer, nehme immer ein bisschen was auf und dann schneide ich. So, Nummer 6. Da haben wir andere Seite. Nehmen wir einen Bohrer und das Teil. Und ja, was haben wir hier hinten noch? Hier brauche ich zwei Teile zum Draufstellen. Das macht die Druckplatte. Was macht die Druckplatte? Was genau macht die auf? Macht die hier auf? Nee. Doch, hier macht die auf. Okay. Gut, dann. Macht keinen Sinn, dass das da sinnlos rumsteht. Stellen wir da drauf. Das machen wir da drüber. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und dann doch, das ist da drauf gestellt. Aber offensichtlich nicht. Schauen wir mal, ob das geht. Aber sogar wenn es geht, dann komme ich da nicht mehr durch. Ha. Okay, das war wild. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass das so funktioniert. Aber gut. Problem gelöst, würde ich sagen. Durch Zufall einfach mal spontan richtig gemacht. Auch gut. So, wohin? Nummer 7 da lang. Da hinten ist Nummer 7. Da haben wir Lieferung. Okay. Oh nee, wieder so Tauschdinger. Ah, die regen mich so auf, die Tauschdinger. Die Mechanik, die packe ich nicht. Das packe ich einfach wirklich nicht. Hier ist offen, weil da brauche ich eine Kiste und eine Kiste mit dem Ventilator drauf. Da habe ich nur eine Kiste, die mir so spontan jetzt erstmal nichts bringt.
Da liegt auch noch eine Kiste rum. Kiste da oben. Ah, die muss ich da reinbringen. Okay. Nicht verbinden. Ah, hier war der Level am Anfang. Okay. Wenn ich die Kiste hier oben habe, dann komme ich zwar hier hin. Easy verbinden. Ah, I see. Der Connector muss hier rauf und dann muss ich den darüber patschen. Okay. Und wenn er hier drüben gepatscht ist, muss ihn dahinter patschen. Auch okay. Sollte man auch hinbekommen. Das heißt, ich brauche hier einen Connector. Eine Kiste. Und dieses Teil. Schon mal schlecht. Dieses Teil kann ich nicht von hier hinten machen. Das heißt, sobald er da drüben ist, muss ich das Teil da wieder austauschen. Okay. So könnte es was werden. Du daher, du daher. Hier verbinden wir einfach mal alles, was geht. Ja, eigentlich nur die zwei. Mir ist ja egal. Ich stelle mal da drauf. Schalten wir da ein. Dann ist es da drauf. Dann gehen wir da rein und machen wir. Warum habe ich jetzt da. Kiste. Der batscht mir die Kiste rüber. Aber zum Glück mit dem Verbundenen. Okay. Dachte schon, dass das ein Problem werden könnte. Dann nehmen wir das Teil wieder. Dann melde ich wieder Schuh draus, ne? Nehmen wir das daher. Jetzt können wir das dahinter machen und dann ist verbunden. Okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das ist ein Rätsel, aber da hat den Denkfehler drin. Hilft ja nichts. Wo kommen wir wieder raus? Hier. Und dann haben wir nun Nummer 8. Nummer 8 hat die vorher schon mal gefunden. Hier ist Nummer 8. Drauftreten und loslassen. Aha. Oh nee, hier wieder so blöd Tauschding. Und ich brauche eine Kiste. Einfach nur eine Kiste. Ich habe einen Akku. Nee. Hier muss ich, hier brauche ich einen roten Akku. Und zwei Teile, wo ich da drauf lege. Mal. Und zweimal. Okay. Brauch was zweites zum drauflegen, was ich nicht habe, was doof ist. Einfach wow. Braucht den Jammer brauche ich auch unbedingt. Das Teil heißt drauftreten und loslassen. Okay, ich brauche als erstes dieses Teil da. Komm, gib her. Du
kommst hier so hin. Dann habe ich das mal hier raus. Okay. Haben wir das. Dann würde ich einen Schimmer als nächstes brauchen. Der ist da oben, Schimmer. Das Teil wieder mit dem Akku austauschen, oder? Geh weg. Geh halt weg. Da haben wir das. Ein Akku und ein Schimmer. Das da herstellen und hier verbinde. Ich hoffe ganz stark, dass der Schimmer so ein bisschen so halb ums Eck geht. Du sollst nicht die erste Tür jammen, du sollst die zweite jammen. Das funktioniert. Hier Verbindung beibehalten und da drauf latschen. Boah, es ist halt manchmal schon. Die hintere Tür hätte ich gern. Könntest du bitte die hintere Tür auswählen? Danke. Ja, und du verbindest dich da. Ah, aufgeladen. Sehr gut. Jetzt. Du bist aufgeladen. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich nur noch dieses Teil. Das andere Teil. Das da oben. Ja, dich tausche ich hier mal kurz aus. Du kommst. Kommst jetzt dahin. Okay, jetzt könnten wir es aber haben. Und kommst da dran. Und du wirst jetzt wieder mit dem Akku ausgetauscht. Oh. Und dann funktionierst du nicht, weil ich die Blüte hingestellt habe. Dann haben wir es. Wow, das war ordentlich. That was extremely convoluted. Ja, danke. War es wirklich. So, und jetzt zurück zu dem Tor. Wo auch immer das war. Ich sollte vielleicht aufhören, hier kreuz und quer durchzulaufen. Weil ich mir einbilde, mir dann Wege zu sparen, weil das ist halt nicht so. Ich bin jetzt wieder irgendwo. Ja, natürlich wieder komplett falsch. Wo muss ich denn hin? Ach, einmal in der Mitte über den Berg drüber, oder? Ja. So, und nun hier hin. Ach komm, echt jetzt. Ja, endlich. Da.
redet die Dings wieder mit uns, die Pandora wahrscheinlich. Ah, keiner. Okay. The philosopher Straton of Stagira had little respect for the gods, and instead placed his faith in Prometheus. Driven by hubris, he asked questions that must not be asked, and revealed secrets that should have remained hidden. It is said that for these offenses, he was put to death by the people of his city. Can you see the folly of his actions? No. Why do you believe that the truth is worth more than a life? So one lie is enough to invalidate an entire life? Ach komm, hör mit deinem Psycho-Dingens da auf. And what good is the truth to those who have pursued it to their deaths? Consider this as you approach the flame. Ja, halt die Klappe einfach. So, hier wieder runter. Well, that was surprisingly calm, given how aggressive Pandora has been elsewhere. I didn't think she'd even want to talk to you. I've toyed with the idea that the entities might be epiphenomenal in some way. Instead of causing the changes in the system, maybe they just respond to them. Hier zurück und zu unserer Achterbahn hier. Und dann natürlich reinsetzen. Und dann die Folge beenden. Vielen Dank fürs Ansehen. Nächstes Mal in Süd 3 geht's weiter. Servus.